passieren hier schon die ersten Ungereimtheiten und die ersten Probleme. Thomas hat eine Warnlampe in ihrem Auto. Sollen wir mal gucken, ob die noch mal da ist? Aber ich versuche Thomas gerade zu beruhigen, weil ich auch mal als Automechaniker gearbeitet habe. Ja, da ist er noch an, die Motorleuchte. Nein, das ist nicht so schlimm. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier ist jetzt eine blanke Eisfläche. Jetzt arbeiten wir uns hier durch den Schnee durch, weil das war gerade mal spiegelglatt hier. Ach du Scheiße, ich weiß, da geht's weiter. Und ich habe mich gerade schon so gefreut, dass ich dachte, boah, es ist so kacke. Boah. Jeder Schritt sinkst du ein. Ach du Scheiße. Ist ja auch noch nassen Arsch. Ach, Scheiße. Warte, bepiss mich gerade. Pech kann eigentlich so ein Mensch haben, alleine auf der Welt. Hier ist einer der Aussichtspunkte, die ich heute fotografieren wollte. Und jetzt nicht nur, dass es regnet. Nein, es ist komplett in der Wolke. Thomas habe ich verloren, aber wir sehen Lichter. Thomas? Thomas? Oh, Thomas ist weg. So, jetzt aber genug der Berichterstattung. Morgen früh ist unser Tag. Es muss ja jetzt nach 3 Tagen Dauerfels besser werden. Es gibt natürlich wieder noch eine kleine Neben-Challenge, eine kleine Sidequest, die uns hier wieder fährt. Heute Nacht war ich wach und denke, boah, was ist denn das so kalt? Ja, Heizung am Blinken, Fehlfunktion. Gas alle oder irgendein Sensorfehler, zu viel Butanabmischung. War ich vielleicht ein bisschen so optimistisch, was meine beiden Gasbullen angeht. Also, wir haben die Tanke, wo es angeblich RPG-Autogas geben soll, gefunden. Na, rat mal, was die Dame sagt, was sie nicht haben. Fotofreunde, jetzt gerade ist es wieder ein bisschen stressig. Wir hätten noch eher losfahren sollen. Wo Thomas ist, ist mir da zu dunkel. Deswegen war ich jetzt hier auf dem ersten Feldherrenhügel. Jetzt wird es auch leider viel zu schnell hell. Aber ich will auch gerne auch nochmal die Drohne in die Luft schicken. Ich habe ein paar Shots, Laterne im Weg, ja, ein bisschen zu viel Vordergrund. Die Z8 macht jetzt Serienaufnahmen, obwohl ich das gar nicht eingestellt habe. Kriege ich jetzt aber alles nicht gelöst. Hauptsache ich habe ein paar Bilder und ich will jetzt nochmal einen Berg höher gehen. Mal sehen, ob mir das gelingt. Hier soll die Gasstation sein. Ist aber nicht hier. Das ist komisch hier alles. Aber so richtig komisch, weil hier ist nur Bauer. Und hier geben sich, ich sag mal, Fuchs oder Hase, sagen die sich hier nämlich gute Nacht. Bleibt einfach geil. Jetzt ist irgendwo der Sender, weil jetzt hört ihr mich wieder laut. Aber ich weiß nicht, wo der ist. Ich finde den nicht. Das Leben ist doch so scheiße wieder. Thomas Adlerauge hat wieder zugeschlagen. Thomas hat gesagt, da ist zu wenig Luft drauf. Und Vorderachse war gut, aber hinten, was war jetzt drauf? 1,7 statt 3,3. Also da glaube ich, die nächste Panne in diesem Urlaub, schleichend Plattfuß. Ich bilde mir ehrlich gesagt auch ein, dass es schon weniger regnet. Beide Rucksäcke abgesetzt, die langen Trompeten drauf gebaut. Ich angesetzt, was macht der Vogel? Lachenderweise fliegt er weg. Und ich vermute wirklich, dass die uns verarschen. Denn guck mal, da sind sie, die Affen. Warte, ich fliege noch nicht weg. Ich warte erst, bis sie ihre super teuren Scheißobjektive drauf gebaut haben. Und dann fliege ich weg. Einfach mal laut und leise sagen, der verkackte Osmo Pocket hat es schon wieder geschafft, die Information, dass kaum noch Platz auf der Speicherkarte ist, ja, nicht hervorzuheben. Rot hätte ich mir gewünscht, hätte ich es gewusst, aber ich verschwende jetzt keine Zeit. Vorne und mit viel Glück seht ihr noch diese Aufnahmen hier. Diese hervorragende Haltung, die ich extra für den Rucksack gekauft habe, 1-2 Steine überwunden und was ist passiert? Richtig. Das Ding ist wieder abgegangen und in den Feldspalt gefallen. Ich habe wirklich Glück gehabt, sonst wären 128 GB von diesem Trip weg gewesen. Ich ärgere mich über dieses Zubehörteil. Ich werde es zu Hause anzünden, da mache ich auch ein Video von. Allein die Gimbal-Aufnahme, wo das kleine Objektiv drauf ist, 0,5 Zentimeter länger. Dann würde der Filter einklappen und der wird nicht immer verrutschen und ist weg. Es ist mein dritter Filter mittlerweile weg.
brauche wieder eine Heizungsbaustelle im WOMO. Ich habe Gefühl, dass bei dem Glücksrad Stufe 2, dass die Heizung gar nicht läuft. Das ist aber auch nur so ein Gefühl. Beweisen kann ich das nicht. Thomas hat sein Stativplatte verloren. Heute, gestern Abend war sie noch da. Keine Ahnung. Thomas, kannst du mir helfen zu sagen, warum wir hier keine Fotomotive finden? Woran liegt es? Ich weiß es nicht. Vielleicht am Wetter? Wetter ist ein Grundfall. Die Wetterversage hat gelogen. Wir sind nicht gletschernass, aber es fisselt dauerhaft und wir müssen ja noch zurückscootern. Heute Nacht übrigens, wieder kleiner Funfact zu dieser Pleiten-, Pech- und Pannen-Urlaubsserie Diaries, war ein sehr, sehr hoher KP-Index. Cloud Covery hieß es, glaube ich, in der App. 100% hast du keine Chance auf Polarlichter. Ich frage Thomas mal, wie weit sie rückwärts fahren kann. So, ich habe gerade noch geguckt, mal sehen, ob wir über den Pass kommen. Hier ist kein Durchkommen mehr, das kannst du komplett vergessen. Ist aber auch geil, dass da auch kein Schild einfach kommt. Mal so eben, hör mal, hier seid ihr am Arsch, ihr kleinen Pissnaken. Ding, ich weiß nicht, wie das heißt, das ist nicht mehr fest. Eigentlich müsste der links jetzt wahrscheinlich auch irgendwie tiefer hängen, keine Ahnung. Rechts sieht das anders aus, keine Ahnung. Ja, Laune ist Mittel, wenn ich ehrlich, so geil die Ausrottau ist. Ich glaube, die Schneefelder werden mehr. Pocket springt komplett zurück, ich musste mit der Hand immer einrichten. Ja, es ist so, warum immer alles? Aber wenigstens passt es. Ja, Gimbelschutz, geh weg. Ja, jetzt dreht er sich wieder, jetzt will er doch keinen Gimbelschutz. Komm, dreh dich zu mir, bitte. Nein, muss ich wieder mit der Hand drehen. Nö, keine Chance.